Hiho, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Aber beim letzten Mal haben wir uns ziemlich erfolgreich durch diesen Danubia Dungeon gekämpft. Und dieses Mal werden wir hoffentlich endlich das Ende erreichen und den Endboss verkloppen. Und dann geht's zurück zu den beiden Königreichen und dem doofen König. Und der Feind sieht cool aus. Was bist du denn? Ein Ratz. Ratz, okay. Der Name klingt nicht ganz so cool, wie er aussieht. Und ich wollte mit Lexis eigentlich auf den anderen hauen. Aber okay. Und ich sollte echt anfangen, mit Guy auf einen Feind zu hauen und mit dem gesamten Rest auf den anderen Feind. Und ich sollte Sedan und Lexis heilen. Ja, definitiv. Franny, wert ab. Wow, Franny. Ich glaube, Franny wollte mich nur daran erinnern, dass Guy, glaube ich, cool ist, dass Franny im letzten Part dabei war und dass deswegen heute jemand anderes mit darf. Nämlich Futter. Nein. Gordo hatten wir auch schon. Er nahm das Luftteam mit. Und heilen wollte ich. Heilen, Lexis heilen und Sela. Ne, er hat keine Magiepunkte mehr. Lexis, für was bist du eigentlich gut? Mal ehrlich. Deine Magiepunkte reichen nicht mehr für einen Dungeon aus. Meuchler, oh nein. So, Sela, dann zauber du halt mal Blutball und so. Oh. Habe ich mit Lexis schon wieder irgendwo draufgekommen, wo ich nicht draufhauen wollte? Oder habe ich mit Lexis gezaubert jetzt? Bin verwirrt. Und Seeland wurde einfach mal gewone-hitted. Das ist echt nicht nett von denen. Meine Güte. Ihr habt euch echt nichts getan. Hört auf damit. So, da drauf. Und kann es sein, dass Lexis einfach alle angreift? Das richtig mitbekommen. Zumindest kann ich bei ihm nie auswählen, wen ich angreifen will. Ha. Ha. Kann man jetzt gut testen bei einem Feind, aber er haut zumindest mal drauf. Okay. Ha. Steht das bei der Waffenbeschreibung und ich habe das übersehen? Boruga. Ich will keine Info. Greift alle Gegner an. Ah. Das ist ja cool. Okay, Sedan, ich rette dich. Ich kann das irgendwie. Ich habe irgendwas, was Heilsirup stellt Kampfkraft wieder her. Habe ich noch irgendwas anderes? Nein, stellt Kampfkraft wieder her. Stellt Kampfkraft wieder her? Heiltrank? Bist du ein Wiederbeleber? Ja. Okay. Ach, wer genug. So. So, gut zu wissen. Was bist du denn? Huch. Ein Gitter. Das ich natürlich nicht da ablegen kann, weil... Baum. Ich gehe einfach mal hier runter. Guck, was passiert. Guck, wo ich lande. Jetzt ist DK endgültig weg. Auch bei den Speicherständen. Ich meine, da war er auch schon weg, aber da war zumindest Lexis noch nicht da. Und oh mein Gott, eine Fledermaus und ein Vampir. Yay. Wow, Luft ist schnell. Das ist echt cool. Oh mein Gott, er ist so stark. Er trifft Guy nicht mal. Wow. Okay. Er kommt immer nur alleine. Der Vampir scheint keine Freunde zu haben. Ist das nicht traurig? Warum? Okay. Geht es hier so weit? Das bringt mir nichts. Da ist auch nichts. Okay, das heißt, ich muss doch irgendwie... Da oben erst weiter. Toll. Toll. Nein, nicht nochmal, waren wir eben schon. So. Hi, ihr schon wieder. Langsam nervt ihr mich. Lexis, greif an. Du greifst doch so cool alle an, dann mach das auch. Meine Magiepunkte gehen eh zu schnell alle. Wobei wir sie da unten aufladen könnten, aber trotzdem. Und Lufti, das war cool. Aua. Er hat mir einen Punkt Schaden gemacht. Und Lexis Zornpunkte sind voll. Yay. Die von Seeland sind alle weg, weil die gestorben ist. Nicht yay. Geht kaputt. Ich muss gucken, wie ich hier weiterkomme. Ich kann schon mal bewegen. Wir haben ein Gitter und wir haben eine Säule. Das war's, glaube ich. Zumindest habe ich mehr nicht gesehen, außer Gitter und Säule. Ich habe auch keinen Schalter, um die Säule irgendwie rauf und runter zu fahren. Oder Guy wurde aufgestuft. Juhu. Und Lufti. Okay. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Nein.
Ein Gitter. Kann ich hier runterspringen? Okay, das ist schon mal etwas. Und dann kann ich hier eine Brücke ausfahren. Okay. Und hier komme ich dann wohl... das ist der Rückweg. Ach, es macht so viel Sinn auf einmal. Ja, Hack. Toll, du stehst im Weg, Kumpel. Bewege dich bitte. Bewege dich. Komm schon. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Dazu muss ich echt nichts sagen. Meine Güte. Und hört auf, mich zu one-hitten. Hey. Ich fand das echt nicht witzig. Und absolut nicht fair. Und na. Das kriegt ihr jetzt zurück. Fokus war das, ne? So. Ja, passt mal auf. Ich kann das auch. Ich kann das. Seele an. Ich kann das. Wow. Gleich bin ich Game Over. Ernsthaft. Was soll der Schrott? Na, warte. Ich kann das auch. Achtung. Und. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse sie. Okay. Hey, Trank. Auf Maxim. Und Guy tötet bitte mal diese bösen Killer. Meine Güte. Die sind ja echt schlimm. Ich höre schon vor, die würden zu viert kommen und würden alle vier Vollstrecker machen. Auf uns alle vier, da wären wir ja alle tot. Und da und so. Au, meine Güte. Der killt uns echt noch. Meine schönen Zornpunkte. Der hat alle gekillt. Außer Guy. Guy ist so immer. Der lässt sich selbst davon nicht treffen. So. Meine Güte. Sterb hier noch. Okay, jetzt wieder hier runter. Und da müsste jetzt eine Brücke sein, die uns hoffentlich irgendwie, ich speichere nochmal, irgendwie weiterhilft. So. Brücke! Geh weg, Vampir. Ich habe keine Lust auf dich. Ich weiß, du glitzerst in der Sonne. Hi. Du greifst zuerst an. Das will ich doch schwer hoffen. Und mein Glutball. Ich hab meinen Glutball nicht mehr. Glutball da. Glutball. Und nochmal Glutball. Wurf die bitte. Mach ein bisschen mehr Schaden. Kleines bisschen mehr. Das sind Killer, Meuchler, Assassinen, Ninjas. Was auch immer. Jedenfalls sind die ganz böse. Ganz, ganz böse. Glutball. John. Yay, Schaden. Oh. Gut, dann hauen wir eben drauf, wenn das schneller geht. Okay. Versucht, Guy anzupauken. Damit habe ich kein Problem. Weil er damit kein Problem hat. Und hört auf mit eurem One-Hit-Kill. Das ist echt ein Problem. Danke. So. Ich hoffe, im weiteren Spielverlauf kommen nicht noch mehr solcher Feinde, weil das wäre echt ein bisschen doof. Eine Säule. Die bringt mir was, bitte? Was auch immer mir die Säule bringt, weiß ich immer noch nicht, ne? Aber egal. Hi. Ich denke mal, ich muss einen Pfeil machen. Vermute ich jetzt einfach mal. So irgendwie. So. So nach dem Motto, ich will da runter. Alles gut? Ja, okay. Das hat gerade ein bisschen gedauert. Das hat mich irritiert. Hi du. Du bist zumindest kein Meuchler. Gegen dich kämpfe ich gerne. Oh, ich habe schon wieder mit Seelan auf den gleichen Feind gehauen wie Guy. Ach, ich lern's einfach nicht. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel KP die haben. Vielleicht braucht Guy da sogar etwas Hilfe. Vielleicht. Etwas. Nicht viel, nur etwas. Und yay, Zornpunkte. Huhu. Diese Meuchler, ne? Unglaublich.
So, wir heilen gleich mal durch, einfach weil es besser so. Und ich würde jetzt endlich gerne mal zum Boss kommen. Dieser Dungeon ist ziemlich lang. Ratz, oh nein. Ich bin schon wieder mit sehr auf den Falschen. Und das war eine coole Attacke von Lufti, aber irgendwie leben die immer noch. Die scheinen ziemlich viele KP zu haben. Ziemlich viel. 500 oder so bestimmt. Aber sie machen zumindest nichts. Hi, Vampir. Du bist auch total harmlos, habe ich festgestellt. Hier sind aber viele Feinde. Boah, diese Meuchler, die rennen doch immer direkt auf mich zu, ne? Die sind richtig, richtig... Meuchler halt. Richtige Ninja-Assassinen-Teile, Meuchler, Viecher, Typen. Die haben Schuriken in der Hand. Die wollen uns töten, wie töten tun. Aber wir sind schneller. Hoffe ich doch. Bitte. Etwas Schaden. Oh Gott. Ohne Geist. Unsere Party echt nutzlos gegen die. Also richtig. Die kloppen da alle drauf und es passiert nichts. Danke. Eben passierte etwas. So. Ist hier irgendwas? Sieht irgendwas verdächtiger aus? Nein, eigentlich nicht. Dann rennen wir in den nächsten Meuchler rein, denn die wollen uns gerne töten. Viele Meuchler haben wir schon bekämpft in diesem Part. Möchte jemand nachzählen? Ich glaube, es waren sehr viele. Sehr, sehr viele. Man könnte meinen, diesen Dungeon wäre irgendwas super cooles versteckt. Dann bewachen das alle. Wahrscheinlich nicht. Das wäre zu cool. Soweit haben die bestimmt nicht gedacht. Die haben sich nur gedacht, hey, machen wir mal ein paar Meuchler. Einfach, weil die dann den Spieler abmeucheln können. Das findet er bestimmt total cool und so. Total. Total. Total cool. Yay, Zornpunkte. Huhu. Geh kaputt. Danke, Guy. Oh Mann. Bin ich froh, dass ich Guy habe. Und ich vermisse DK. Der hat auch noch gut ausgeteilt. Hi, Feind. Ah. Geh einfach kaputt. So. Drachenklaue. Yay, Lufti, du bist cool. Du bist super cool, Lufti. Yay. Geil, ich schaffe das wirklich eine. Wow, Maxim hat einen Volltreffer gelandet. Los, Lexis, bring es zu Ende. Komm schon. Der greift echt zweimal an, der Feind. Der darf zweimal angreifen. Angriffen. Angreifen. Eisenmantel. Klingt schlecht. Ach, den habe ich gerade. Na gut, dann ist er doch nicht so schlecht. Dann ist er doch nicht schlecht. Yay, Endboss. Schlüssel benutzt. Komm schon. Oh, ein Labyrinth. Was soll ich nur tun? Ratz. Gut, ihr seid okay. Ihr seid voll okay. Lufti geht von der Falsche. Du musst den Rechten angreifen. Geil, kriegt ihr mal den Linken. Lufti. Mit dir bin ich nicht so ganz zufrieden irgendwie. Ich weiß nicht. Mir fehlt noch deine Imba-Imba-Attacke. Ruf Verstärkung. Oh, das ist aber auch neu. Und ihr Leute kriegt hier zu dritt den rechts nicht platt, obwohl Guy ihn alleine platt bekommt. Was mache ich nur mit meiner Party hier? Was mache ich nur mit denen? Die sind vollkommen aufgeschmissen ohne DK. Guck dir das an. Sie haben schon zwei Runden lang zu dritt auf den eingekloppt und es passiert einfach bald nichts. Absolut nichts. Ah, los, Guy. Hilf deinen schwachen Freunden. Ah. Oh Gott. Meine Güte. Danke, Guy. Lufti lernt. Ich war zu schnell. Lufti lernt Zyklo. Und dass man kein Zyklonangriff ist. Oh mein Gott, ein Labyrinth. Welchen Weg soll ich nur gehen? Es gibt so viele hier. Ein Überraschungsangriff. Ja. Ihr habt mich auch total überrascht und so. Okay, Lufti. Dann zeig mal deinen coolen Angriff. Wir machen hier mal Blutball. Einfach weil Blutball immer gut ist. Und geil, du bekommst mal den rechten. Du darfst mal den rechten Platz machen. Einfach so. Ich hätte eigentlich nur den linken geben sollen mit Blutball dann. Ja, hätte ich tun sollen. Aber gut. Geil. Enttäusch mich nicht, Junge.
Gott, was ist hier los? Er steht hinten. Okay, Guy steht hinten. Daran liegt's. Das ist alles. Aber kein Problem. Moment. Du greifst an. Du gehst auf den rechten. Du gehst auf den linken. Doch, jetzt passt. Drachenklaue. Yay. Luft, die macht Zyklo. Ich möchte Zyklo sehen. Bitte. Und wir schaffen den Endboss doch nicht mehr in diesem Part. Unglaublich. Meine Güte. Dieser Dungeon, ne? Oh. Noch mehr Ratze. Ratzepü. So wie Kartoffelpü. Geht kaputt. Zumindest können wir noch ein bisschen leveln nebenbei. Denke ich mal. So ein bisschen. Eventuell. Wenn die dann mal sterben würden. Und vielleicht macht Lufti ja noch Zyklon. Ups, Lexus ist tot. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ups. Ich sollte mehr auf ihn achten. Der Tod hat er nicht verdient. Nein. So. Hat er trotzdem noch Erfahrungspunkte bekommen eben? Sah irgendwie so aus. Tasche, Heildingens, Heiltrank. Yay. Und dann darfst du dich noch selber heilen. So. Und jetzt müssen wir den hier noch platt machen. Yay. Noch mehr. Ratzis. Was ist der Plural von Ratz? Ratze? Ratzis? Ratzitz? Ratzitz. Klingt Ratzitz. Gut. Klingt gut. Nicht so schön. Ratzitz. Wundervoll. Geh kaputt! Lufti macht Zyklo. Ach. Komm schon. Los, Lufti. Lufti! Ich wähle dich. Nicht. Weil du Zyklo nicht einsetzt. Yay. Ratz ist kaputt. Hier gab's nichts mehr. Hier gab's auch nichts mehr. Yay, noch ein Ratz. Ein Überraschungsangriff. Oh mein Gott. Ist ja nicht so, dass ich ihn seit 5 Stunden auf der Map sehe, da oben. Aha. Das hat's jetzt vollgebracht mit einem Kurzschluss. Buffy, du bist echt enttäuschend. Warum? Warum ist Lufti? Ist er ja unterlevelt im Vergleich zu den anderen Kapselmonstern? Kapsel! Lufti, Level 32. 37? 31? Nee, eigentlich nicht. 32? 30. Ha! So, beim nächsten Mal ist Fumi-Time. Deswegen kommt Fumi gleich mal nach vorne. Und dann heile ich nochmal durch. So. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann aber hoffentlich wirklich endlich mal den Boss dieses Dungeons stellen. Meine Güte, wie groß ist dieser Dungeon? Nimmt kein Ende. Also dann, beim nächsten Mal Boss. Aber wirklich, egal wie lange es dauert. Also dann, ciao.